Willkommen in der Kulturstadt Leev. Heute hier am barocken Schloss Morsbroich, in dem sich ein Museum befindet. Es läuft gerade noch die Ausstellung Maison des Plaisants mit Rosemarie Trockel und Paloma Wager-Weiß. Ja, jetzt willkommen hier in der Ausstellung. Im Erdgeschoss, im ersten Raum, befindet sich diese Arbeit von Rosemarie Trockel. Ein befremdliches Werk. Kleine Kinderfüße, die aus einem großen Fass herausstarken. Ja, und auch an die ehemalige Kinderarbeit erinnern, denn die kleinen Kinder mussten zur Fasssäuberung in die Fässer hineinkriechen. Erst einmal eine interessante Installation und wir bewegen uns jetzt weiter in den zweiten danebenliegenden Raum. Okay, jetzt im nächsten Raum ein Zeichenkabinett mit vielen Arbeiten von Paloma Wager-Weiß. Fast schon kinderbuchhaft anmutend, mit vielen Details, sehr leicht gearbeitet. Jedes erzählt eine kleine Geschichte. Spannender Raum. Dem Fass gegenübergestellt die Arbeit Shutter aus dem Jahre 2006 von Rosemarie Trockel, Keramik glasiert, Galerie Gladstone, New York. Weiterhin im Untergeschoss ansässig eine fotografische Sammlung der Arbeiten von Rosemarie Trockel. Viele Arbeiten korrespondieren nicht wirklich zum Titel bzw. haben eine ganz eigene Korrespondenz, denn der Titel verweist auf Inhalte, Sachverhalte, die wenig mit dem Dargestellten zu tun haben und so immer eine gewisse Irritation des Betrachters mit sich bringen. Der kleine Spaziergang im Untergeschoss endet in dem sogenannten Mutterraum, ausgestattet von Paloma Wager-Weiß. An den Wänden sehen wir ganz traditionelle Kinderzimmertapeten aus England mit sehr bekannten Rabbit-Geschichten. Diese Tapeten hat Paloma Wager-Weiß noch bearbeitet in einer Art Schwammtechnik, sodass ein diffuses, verwirrend anmutendes Bild erscheint. In der Mitte des Raumes Paloma Wager-Weiß Mutter aus Bronze, glasiert. Sehr beeindruckend dieser Raum, ruhig und meditativ gehalten. Hier eine Arbeit ebenfalls von Rosemarie Trockel, When Pincher Becomes Form aus dem Jahre 2010. Acryl und Graphit auf Papier. Hier eine sehr spannende Arbeit von Paloma Wager-Weiß, die geflammte Frau Lindenholz, eben wie der Titel schon sagt, geflammt, wie ich finde, in ihrer Ausdrucksform sehr anmutig und trotzdem tief, nicht oberflächlich, sondern zur Meditation, zum Innehalten auffordernd. Ebenfalls im ersten Obergeschoss befindlich der gestaltete Raum A Glorious Man von Paloma Wager-Weiß. Eine Installation in der Mitte, The Glorious Man, befindlich. Dann an den Wänden Bastplatten, extra für diese Ausstellung angebracht, und auch die Fenster wurden mit Stoff behangen. Ein leicht gedämpfter, irritierender Eindruck entsteht. Hier die geliebten Sammel- und Abziehbilder etwas anders dargestellt. Eine Arbeit von Rosemarie Trockel, die mit ihrem Humor immer wieder den Blick auf kleine alltägliche Gegebenheiten richtet. So auch mit den Gepäckständern, die ihrer Funktion beraubt sind und so als ästhetisches Objekt an sich wirken können. Vielfältig ist diese Arbeit, von Installation, Zeichnung und Objekt, Skulptur ist alles vertreten. Nun
sehen wir Figuren von Paloma Varga Weiß, Hoodman aus dem Jahre 2008, Lindenholz geschnitzt und verkupfert. Eigenartig muten diese Figuren an, ihre Augen sind fast ein bisschen alienhaft und ihre Präsenz einzigartig. Lohnt sich. Hier zu sehen eine Installation von Rosemarie Trockel, Still Life. Ruhig, harmonisch anmutend, die Gestaltung, ja auch wieder fast meditativ erscheinend und jeder Raum wurde ganz eigen gearbeitet, was wir auch gleich noch feststellen werden in dem sogenannten Kachelraum. Hier ein ganz eigenes Maison de Plaisance von Paloma Varga Weiß aus dem Jahre 2012 im Privatbesitz befindlich. Es mutet nicht so zum Lustwandeln an, aber lässt so einiges an Kindheitserinnerungen mitschwingen. So dann auch der hier im Raum befindliche kurze Videobeitrag. Ja, jetzt, wie schon gesagt, befinden wir uns im sogenannten Kachelraum. Der Raum wurde eigens für diese Ausstellung gekachelt und die Installation ist von Rosemarie Trockel. Hier sehen wir einen Vogelkäfig mit eingebauten kleinen Vogelfiguren, die sich elektronisch weiter bewegen. Eine Glocke unter einer Käseglocke, eine Palme, die aus dem Dach wächst, alles ein wenig auf den Kopf gestellt und ja, Entdeckungsreise ist angesagt. Hier scheint es, als würde Rosemarie Trockel uns in eine Art Naturalienkabinett entführen. Doch die Kategorisierung findet nicht wirklich statt. Nur auf den ersten Blick sind Formen und Farben geordnet. Irritierende Gegenstände wie hier eine Hand mit Handschuh und Manschette taucht auf. Im Gegensatz zu Naturalien tatsächlicher Art wie Artischocken und sonstige Blüten. Auch dieser Raum wurde eigens für diese Ausstellung farbig bemalt und konzipiert. Die Ausstellungsvorbereitungen währten bis kurz vor Schluss, dass auch der eingeplante Katalog noch nicht erschienen ist, da wirklich bis nahezu zum letzten Tag hier gearbeitet wurde und für die Ausstellung vorbereitet wurde. Die beiden Künstlerinnen identifizierten sich sehr mit diesem Ort und haben ganz ihren eigenen Bereich exemplarisch verdeutlicht, indem sie wirklich Vergnügen und Spiel versuchten, hier im barocken Schloss Morsbruch unterzubringen. Hier Arbeiten von Rosemarie Trockel, skulptural anmutende Spiegelgebilde, die auch auf die Funktion des Schlosses verweisen. Das Gebäude im Barock als Lustschloss genutzt, wurde auch von den beiden Künstlerinnen als solches hier verdeutlicht.